Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Big Farm Story mit eurem Bobers. Ich habe mich jetzt gerade reingeladen ins Spiel und dachte mir, wenn, dann legen wir doch gleich sofort gemeinsam los, weil es gibt einfach vieles zu tun, vieles zu sammeln und so weiter. Und wir haben natürlich auch noch die ein oder andere Quest, zum Beispiel diesen Koche den Fleischsalat. Ah, ein Kleeblatt. Und wir müssen natürlich auch noch den Dieb finden. Da bin ich auch mal gespannt. Komm, Angel. Yes. Das ist schon mal gut. Ich habe natürlich viele Punkte, ist ganz klar, die ich aber auch irgendwie ausgeben möchte. Nicht, dass das so ist wie beim letzten Mal, dass ich dann plötzlich dastehe. Und ja. So, die Mühle möchte ich ja eigentlich auch noch bauen, ne? Allerdings... Ah, doch, wir können sie bauen. Super. Dann machen wir das doch heute mal. Dann können wir wenigstens Tierfutter bauen. Weil sonst bekomme ich ja auch keine Eier. So, schauen wir mal, was kann ich da machen? Schreit im Spiel weiter voran, um dieses Feature freizuschalten. Alles klar. Ich denke mal, dass ich dann wirklich hier mit Dingsy sprechen muss. Mit Jakob. So, komm, schmeiß deine Angel aus. Alles machen auf dem Hof, was geht. Oh ja, natürlich auch die Felder. Ah, gut. Zack, Wurm rein. Wurm rein, Fisch raus. Du bist noch am Machen? Nee, kann ich auch sogar. Oh. Nice. Na, ich habe ja doch jetzt einiges an Energie. Also ich kann schon vieles machen, vieles sammeln. Das Spiel ist halt überwiegend auf Sammeln ausgelegt, ne, ganz klar. Ist halt ein Farming-Game. So. Schauen wir mal, wir dürften hier alles aufsammeln können. Oh, und ich kriege wieder Herzchen von meinen lieben Nachbarn. So, schauen wir mal, was können wir denn anbauen? Wir können auf jeden Fall Karotten anbauen. Da habe ich noch genug. Die würde ich auch gerne alle jetzt halt reinschmeißen. Das hat schon geheißen, ich soll nicht so viele von den Karotten verkaufen, weil ich die brauchen werde. Und vor allem, die Karottensuppe gibt mir, glaube ich, auch 10 Energie oder sowas, wenn ich mir jetzt nicht ganz täusche. Aber ich denke auch, dass wir für das Hühnerfutter, dass wir da mehr Weizen brauchen. Denke ich jetzt mal. Und vor allem, ich möchte unbedingt diese bessere Farm-Dingsbums da, dass ich das nicht alles separat machen muss. So. Euch muss ich gießen. Ich denke mal, alleine schon das, dass ich vielleicht nicht jedes Feld einzeln gießen muss, das wäre schon genial. Holen wir mal schnell Wasser. Gluck, gluck. Jawohl. Squirrely. Alles gut bei dir? Vier haben wir noch. Die vier haue ich dann auch noch rein. Und dann schauen wir mal, was wir noch haben an Samen. Oh man, das... Weil das würde nämlich auch eine Tortur sein. Wenn ich jedes Feld immer so machen soll, dann ist der Tag hier rum, bis ich da bei den Feldern durch bin. So, wir haben noch zwei. Gut, es ist doch die Ernte, ne? Kriegt mir auch ab und zu mal einen von den Samen. So, was bauen wir jetzt heran? Wir hätten zum Beispiel auch ganz viele Blüten, ne? Auch. Drei Tage, da habe ich zwei. Komm, nehmen wir die da. Zack. So. Heute ist recht der Sturm hier draußen. Orkanwarnung und so weiter. Also, ihr wisst vielleicht dann, wann ich aufnehme. Also aus eurer Sicht letzte Woche. Aber ich komme ja sonst nicht rum. Das ist ja das. So, schauen wir mal da hinten, ob wir noch was haben. Ich glaube aber nicht. Gut. Ja, der Fischsalat, der muss jetzt warten. Wir müssen ja auch noch die... die Kids am See, ne? Das müssen wir auch noch reparieren. Die hängen da jetzt schon seit 3 Tagen rum.
Oh, nicht genug Platz im Inventar für einmal Meerrettich? Why? Ach so, weil ich ja, warte mal. Ist das hier mit drin? Habe ich so viel von dem Meerrettich schon mittlerweile? Tatsächlich, Meerrettich ist voll. Ja, hallo? Kann ich das ausbauen? 200 Münzen. Alter. Habe ich die überhaupt? Ich habe nicht genug Taler. Boah. Ja, ja, ist in Ordnung. Lass mich raus. Aber wir können natürlich noch andere Sachen kaufen, ne? Ganz klar. Oh, Pflanzenfasern kann ich auch nicht mehr. Wie ist es mit dir? Gibst du mir... Ah, du gibst mir Leckerlis. Alles klar. Kann das sein, dass es so ein kleines bisschen Hinweis ist? Weil ich bekomme ja von Squirrel immer wieder was anderes, ne? Wegen den Geschenken. Dass ich zum Beispiel... Nee, aber die mag das ja nicht, ne? Vielleicht, wenn ich ihr mal ein Gewicht gebe. Keine Ahnung, das ist aber lieb von dir. 2 Punkte, naja. Es gibt auf jeden Fall noch genügend Sachen. Naja, die Kuh ist da am Ausflippen, ne? Cool, vielen Dank. Ui, Level Up 3. Genial, was haben wir denn da? Steinbrocken 10-mal. Ich stanke dich. Okay, das da können wir auch wieder nehmen. Dich können wir nehmen. Dich können wir nehmen. Da können wir hingreifen. Schauen wir doch mal, ob wir was verkaufen können. Ah, wir können was verkaufen. Das ist doch schon mal gut. Dann verkaufe ich nämlich jetzt hier von diesen Rüben einfach mal die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte, also 30 Stück, hätte ich gesagt. Wir brauchen ja auch ein bisschen Geld, ne? Das ist ja nicht so, dass wir gar nichts brauchen. Die da verkaufe ich nicht. Wenn die endlos stackbar sind, ist das natürlich super. Aber dann können wir auch die Teile wieder ausbuddeln. Es kann ja auch sein, dass wir einen Wurm noch bekommen, ne? Ich weiß zwar nicht, warum das vorhin geheißen hat. Ach doch, habe ich doch einen bekommen. Und nochmal ein Wurm, jawohl. Steinli. Baumwolli. Würmli. Pflanzenfasern können wir ja nicht mehr einsammeln, stimmt ja. Aber wir können auf jeden Fall noch einiges an Blumen einsammeln. So, schauen wir doch nochmal. Von denen habe ich ja auch keine Decke bekommen, ne? Was kann ich denn dir verkaufen? Nee, dir will ich da nichts verkaufen. Dann gehe ich lieber da nochmal her. Verkaufen. Pflanzenfasern. Habe ich dann da auch 50? Normalerweise müsste ich doch dann da auch 50 haben. Ach, oder das ist in einem anderen Korb und der braucht, hat er nur 25 Platz. Naja, gut. So, Sekund. Wir gehen mal ganz kurz da drauf. Reparierte das Boot. Folge 3 Hinweisen. Ja, wir hatten doch noch... Hier, rede mit Jakob. Die Windmühle funktioniert wieder. Jakob kann mit mir hoffentlich erklären, wie man sie benutzt. So. Ah, da. Das ist schön. Da mit den Spuren. So kann man auf jeden Fall wunderbar den Quests folgen. Das ist richtig. So, hier. Zack, reden. Nickt. Die Kraft des Windes. Die Windmühle ist repariert. Wie stelle ich nun das Tierfutter her? Um Tierfutter in der Windmühle herzustellen, musst du zuerst aus bestimmten Feldprodukten Stückchen machen. Hier, ich gebe dir mein Rezept für Tierfutter und dazu noch die beste Methode, um Karottenstückchen herzustellen. Danke, Jacob. So, die Kraft des Windes. Dingsbums einsammeln, alles klar. Die Decke, ich benötige eine Decke. Tatsächlich bin ich ein bisschen müde. Könnte dir beibringen, wie du eine eigene herstellst. Oh nein, das würde zu lange dauern. Achso, verstehe nun, die Kinder nähen oft ihre eigenen Kills. Sie haben vielleicht eine Decke über. Super, danke Jakob. Okay, das heißt, wir fragen mal bei den Kids nach. Zur Herstellung von Tierfutter benötigt Stückchen. Alles klar. Wir verballern halt noch ein paar Punkte, oder? Habe ich eigentlich noch recht viel Holz, oder? Lass mal schauen. Und schawupp.
25 Holz. Ja, das ist doch okay. Und Baumharz. So, da unten bei unserem Lieferalpaka haben wir auch noch nichts angezeigt. 14 Punkte haben wir noch. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich irgendwas Spezielles jetzt gerade brauche. 10 Punkte haben wir noch. Wenn ich Punkte brauchen sollte, dann werde ich natürlich irgendwas essen. So. Dann gehen wir mal in den Wald. Und schauen mal zu den... Oh, Squelly. Squelly, bleib da. Münzen. Hallo Häschen. So, schauen wir erst einmal zu ihr hier. Achso, na gut, dann bei ihm. So, wegen dem Diebstahl, ne? Er wedelt aufgeregt mit dem Schwanz und schaut dich glücklich an. Gourmet-Dieb über den Diebstahl. Du siehst aus, als könntest du alles fressen und du hast die richtige Größe. Hast du heute Morgen etwas von Mathilda geklaut, Kumpel? Springt aufgeregt herum. Genau, warte, was ist das? Federn? Und da ist ein Loch im Zaun. Ich sollte Jacob Bescheid geben. Vielleicht ist eines seiner Tiere ausgebrochen. Er neigt den Kopf zur Seite und schaut wissend zu dir auf. Wuff. Danke, Kumpel, du bist immer hilfreich. So, hier zu ihr möchte ich. Sie mag ja Blumen, ne? Von daher, ich gebe hier halt einfach mal die hier, die Akelei. Why not? Yippie, du bist so nett, danke. 8 Punkte, wow. So, schauen wir mal. Hi, wegen der Decke. Mehr als nur ein Hobby über die Blumen? Nein, zuverlässige Freunde über die Decke. Hast du vielleicht eine Decke für mich? Natürlich, ich liebe Decken. Die sind einfach super, findest du nicht? So warm und flauschig. Wir machen unsere eigenen, weißt du? Livi liebt sie auch, aber er gibt immer vor, es nicht zu tun. Jungs sind komisch. Könnte ich mir eine ausleihen? Das ist wirklich wichtig. Mhm. Klar, ich habe genug. Hier, nimm die. Danke, Hanna. Yes. Kannst du mir einen Gefallen tun? Würdest du es ausmachen, mit mir ein paar Blumen zu sammeln? Genauer gesagt, Ringelblumen. Ich trockne sie gerne, um sie später für meine Bilder zu verwenden. Ich liebe es auch, kleine Sträuße aus denen besonders hübsch zu machen. Auch wenn sie natürlich alle wunderschön sind. Wie auch immer. Ich habe gerne Gesellschaft und weder Lydia noch Levi haben gerade Zeit. Ich begleite dich sehr gern, Hannah, und ich helfe dir natürlich beim Sammeln. Yay, lass uns zur Wiese beim Carpenterhof gehen. Dort wachsen die schönsten Blumes. Ja. Dann gehen wir halt mal zum Hof der Carpenters. Rede mit Hannah. Shepard. Deine? Ja gut, ist ja egal, ne? Halt. Mitnehmen. Wir machen das dann gleich mit dem... mit dem Ding. Warte mal. Kannst du mir nehmen, ne? Stückchen. Gourmet-Dieb. Selbes Mutter. Mehr als nur ein Hobby. Genau. Folgen. Sammle Ringelblumen 5. Ach so. Wähle zunächst ein Ziel. Ach so. Das heißt, ich muss jetzt hier zum Beispiel meine Farm machen. Das, ja. Alles klar. Das habe ich natürlich jetzt halt wieder verballert, ne? Ist ganz klar, weil ich hätte gleich wieder mit ihr sprechen müssen. So. Einfach nochmal ab in den Wald. Halt. Pilz mitnehmen. 0 Punkte. So, dann sprechen wir nochmal mit ihr. Hey. Hi. Mehr über die Blumen. Wir brauchen noch mehr Blumen auf der... Achso. Ich habe schon mehrere Ringelblumen gesammelt, bevor du gefragt... bevor du gefragt hast. Willst du die nicht? Aber das ist doch nicht die Hauptsache. Der lustige Teil ist, die Blumen zu sammeln. Außerdem riechen Blumen besser, wenn sie super frisch sind. Die sind super frisch. Oh. Na gut. Na gut. Ja, aber ich habe jetzt... nein. Wir gehen jetzt nochmal zurück auf unsere Farm. Und schauen wir uns nochmal die,
die Mühle an, weil das muss ja auch so langsam mal stattfinden. Was muss ich jetzt eigentlich hier machen? Muss ich die jetzt ausbauen? Ah, Stückchen. Stückchen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel die Karotten nehmen und kann sagen, hier stellen. Yeah. Kleintierfutter. Oder Tierfutter halt generell, ne? Oh, was? Ich brauche. Okay, herstellen. 12 Mal. Na gut, dann passt ja. So, dann kann ich unsere Henny hier ein bisschen Futter geben. Yummy, yummy. Und passt. So, wir haben natürlich auch noch hier einmal kurz bei den Leuten vorbeizuschauen. Und halt dir das Getreide fest, verkaufe es nicht. Immer da du es für die Mühle brauchst, bring mehr Nahrung für Tiere. Achso, bring mehr Nahrung für die Tiere. Der Kamil ist sehr freundlich, muss ich sagen. Freue mich, dass es dir Spaß macht. Ja, ich weiß von deinem YouTube-Kanal. Herzlichen Glückwunsch zu den 3000 Abonnenten. Nee, vielen Dank. Du hast 2 Boxen auf Markt noch. Eine neben Rathaus und einmal an dem Imbissstand nebendran, links hinter einem Gebäude. An dem Imbissstand. Okay. Habe ich jetzt die nicht schon geholt? Ich weiß es jetzt gar nicht. So, gucken wir mal ganz kurz beim Kamin natürlich vorbei, ne? Hauen wir natürlich ein bisschen Dünger aufs Feld. So. Ich denke, ich weiß nicht, ob das so in Ordnung ist. Ich würde halt immer, wenn ich bei jemandem bin, ein Feld zumindest mit 4 solchen... Wurde bereits geboostet? Der noch nicht. Also, dass ich halt im Grunde immer 4 Felder mache. Ich denke, das ist ganz okay. So kann ich nämlich dann mehrere besuchen. So, schauen wir doch mal. Ich glaube, es ist egal, ne, was man boostert. Ich hoffe mal auch, dass ich genug habe. Ansonsten hole ich halt mal noch was. So. Dann Zoe. Oh, vor über 5 Tagen. Da habe ich auf jeden Fall schon was drauf auf die Felder. Von daher gehe ich mal zum Mini. Wurde schon ein klein wenig geboostert. Ich hoffe, dass ich zumindest noch die 4 habe. Yes, gut. Dann einmal ab nach Hause. So, wir gehen mal ganz auffarmen. Auffarmen. Ne, erweitern kann ich noch nicht. Dann ist egal, dann gehen wir mal rein. Dein Heim. So, ich wollte mal ganz kurz an den Pott gehen. Fischsalat, hier. Können wir sogar machen. Nice. Ja, herstellen. Einmal. Geh zum Fischersmann. Hurra, neuer Gegenstand. Gerichte, die in Claires Laden für Gourmet-Tocken verkauft werden können. Schauen wir nochmal rein. Was können wir vielleicht noch machen? Eine Karottensuppe können wir noch machen. Mayonnaise. Okay, da brauchen wir Eier. Machen wir doch mal einmal, hä? Was wir drin haben, haben wir schon mal drin. Ja, okay. Kartoffelpü. Da brauchen wir Milch. Na, okay, da brauchen wir natürlich dann auch ein Kühlein dazu. Ich würde sagen, wir hauen uns jetzt einfach in die Falle. Schnarch, schnarch. Ein neuer Tag. Neues Glück. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Tja, wir müssen gleich nochmal aufs Feld hier. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt erstmal alles. Und wir müssen unbedingt schauen, dass wir Geld zusammenkriegen, ne? Unser Alpaka hat halt leider nichts für uns. Das ist halt, oder besser gesagt, wir haben nicht genug fürs Alpaka, ne?
So. Dann gucken wir mal. Was können wir machen? Ah, wir haben nochmal Karotten. Und wir haben natürlich auch nochmal Weizen. Also die... Ich würde sagen Karotten. Weil der Mais, der braucht jetzt halt noch einen Tag. Von daher schmeiße ich jetzt halt die Karöttchen rein. Und da ich ja noch 12 habe, machen wir da gleich noch mehr. Weil wir brauchen ja auch wieder Tierfutter, ne? Und aktuell brauche ich nichts Bestimmtes. Also notfalls haue ich das am nächsten Tag dann rein. Aber definitiv schauen, dass wir Geld zusammenbekommen. So. Ich denke, die Harke, diese besondere, die wird mir schon einiges helfen. So, gießen brauche ich ja nicht, das Zeug. Dann tun wir hier mal den Weizen drauf. So. Bei dir? Füttern. Zack, wir können ja jeden Tag füttern. Einen Tag, dann gibt es zwei Eier. Produziert noch. Ja, wenn die Maschinerie funktioniert, ne? Bei dem Huhn, dann ist natürlich super. So, geh zum Fishersman. Da werden wir jetzt auch hinlaufen. Ich werde jetzt gar nicht einmal so viel rumbuddeln und sammeln. Wenn ich jetzt halt irgendwas direkt im Weg habe, dann ja. Aber ansonsten laufen wir jetzt direkt zum rostigen Haken. Oh, warte mal, wir könnten ja wegen der Kuh... Ah, die Kuh machen wir das nächste Mal. Wir gehen heute zum Fishersman. Und beim nächsten Mal machen wir dann die Kuh... So, einmal Städtchen bitte. Dann direkt der Weg durchrennen. Na, da bin ich ja mal gespannt jetzt. Der Fishersman. So. Landrat, der hast mal einen Fisch dabei. Hier ist der Fischsalat. Jetzt wird es aber Zeit, dass du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oh. Fisch wat? Potzblitz, du brichst mir das Herz. Gern geschehen. Gern geschehen, das ist das Schlimmste, was du mir hättest bringen können. Noch schlimmer als verdorbener Fisch. Aber du hast darum gebeten. Hm, hier riecht was saugut. Ah, Zwillinge, okay. Hast du mir Fischsalat mitgebracht? Sauber. Okay. Es gibt zwei von euch. Ei, Pike und ich sind Brüder. Hast wohl vergessen, dich vorzustellen, Bruder. Dieser alte Seebär ist Grund. Hab auch den Namen der Landratte nicht mitbekommen. Was du nicht sagst. Wir heißen dich nochmal beide willkommen, Bobers. Schön, euch kennenzulernen, aber mein Opa ist immer noch verschwunden. Der eine rechte Auge, der andere linke Auge, ne? Ei, wir erzählen's dir. Weil das vor einiger Zeit gekommen ist, ist er auch kein schlechter Fischer. Er hat Seile und Ruten gekauft, die Grundausstattung beim Fischen mit Fallen. Fallen? Das ergibt wenig Sinn. Mal sehen, was Rita davon hält. Danke, Leute, oder so. Um zukünftige Missverständnisse zu vermeiden, ihr habt nicht zufällig noch einen dritten Bruder, oder? Nee, das sind nur wir zwei. Ja gut, ne? Aber so richtig weiß man's nie. Grund. Viel Glück, Landratte. Mach dir nicht zu viele Gedanken wegen Walter. Der ist zäh wie Haifleisch. Okay, wir gucken mal ganz kurz daher. Was ist das? Der Angelschein. Dieser Angelschein erlaubt dir, im Fluss beim Carpenterhof zu angeln. Dabei kann ich auch die schöne Aussicht genießen. Das ist wahrscheinlich Angeln im Wald. Ja. Dann haben wir hier... Rostiger Haken. Es gibt natürlich viel Zeug, ne? Eine Fischsuppe, ein neues Rezept für mich, um am Herd zu kochen. Ich habe natürlich keine Fischdinger hier, ne? Die kann ich ja bloß bekommen, wenn ich die Fische verkaufe. Ich weiß natürlich nicht. Im Grunde wäre es schon nice. Ich kann ja jederzeit wieder angeln. Wenn ich jetzt welche brauche, ist egal. Komm, ich verhau die jetzt. Ganz egal. Ich hau die jetzt alle weg.
Es kann zwar sein, dass ich die jetzt auch für Alpaka brauche, ne? Aber nein. So, kaufen. Und ich würde sagen, wir haben 30. Dann machen wir einmal hier den Angelschein für den Carpenterhof. Und wir machen einmal hier die Fischsuppe, weil wir 30 Punkte haben. Im Grunde ist es total wurscht, wann du was und wie ausgibst, weil irgendwie kommst du ja immer an das Zeug ran, also gar kein Thema. Ja, rede mit Rita. Schnack, schnack mit Rita. Hallo, achso. Aber da würde ich auch sagen, das machen wir mit beim nächsten Mal. An der Stelle machen wir jetzt halt Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.